Leute, jetzt sind wir in der dritten Episode mit Bobby angelangt. Und das soll auch meines Wissens nach der letzte Part sein. Das heißt, wir schauen uns das heute mal an und gucken mal, was wir heute hier denn erreichen können. Was ich aber schon mal sagen kann, dass die Lichteffekte hier eigentlich schon mal ganz gut sind. Und wir mal gucken können, was wir denn heute hier so erreichen können. Ich hoffe einfach mal, ja, dass wir hier vielleicht irgendwas hinbekommen können. Das wäre ganz gut, ja, weil das wäre eigentlich... Oh! Bobby! Ist alles klar bei dir? Heute in orangener Rüstung. Also, Bobby, das ist natürlich... Also, du bist ein kleiner Verlegenheitskerl, du. Okay, das heißt... Wow! Okay, das heißt, wir haben hier ein paar Gegner, die sofort ans Leib kommen wollen. Easy. Die klatschen wir natürlich easy weg, damit dieser kleine Kopf hier natürlich weiterhin... Ah, ich habe mir nämlich gerade eben schon gedacht, wieso denn diese ganzen Partikel da denn so rauskommen. Sah irgendwie ein bisschen verdächtig aus, aber Bobby hat uns natürlich bewahrt davor zu sterben. So, wir müssen halt eben gucken, dass wir wirklich jedes Rätsel hier natürlich wieder lösen können. Wir haben gerade eben einen Bossfight ausgelöst, so wie es aussieht, obwohl wir da gar nicht hin mussten. Aber anscheinend müssen wir wahrscheinlich erstmal in dieses kleine Kartadellen-Dingster-Bumster da rein. Und dann gibt es hier einen kleinen Knopf. Ich wäre sogar dafür, dass wir vielleicht Bobby mal hier reinnehmen, bevor wir jetzt irgendwie irgendwas einstürzen lassen. Dann funktioniert hier irgendwie nichts mehr, ne? Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee und man könnte mal ein bisschen darüber nachdenken. So, wir drücken den Knopf und schauen, was passiert. Und schauen, was passiert. Anscheinend passiert ja nicht so viel, aber es hat sich vielleicht... War diese Treppe schon die ganze Zeit da? Warte mal. Wir gehen mal kurz hier hoch und schauen mal, was hier oben ist. Wir haben hier oben eigentlich nur helles... Was? Hey, is there anyone down there? Oh, it's you. Was? Wo? Oh, Casino? Bist du da oben? Alter Vater, es tut mir leid für letztes Mal, aber ich verspreche dir, wenn du mir hilfst, dann kann ich dir was ganz Nutzvolles geben. Okay, und du wirst... warte mal, you just need to find a gay way to climb up here. Never gonna happen, I think. Okay, er muss halt eben irgendwie... Wir müssen halt einen Schlüssel finden und irgendwie da hochkommen auf diesen Berg dort, wo dieser Typ da eingesperrt ist, in diesem kleinen Dingsabumster, in dem kleinen Käfig da, ne? Das heißt, der hat einen Käfig und der ist mit einem Schlüssel verschlossen und den müssen wir irgendwie finden. Okay, das heißt, wir müssen aber wahrscheinlich jetzt irgendwie die Treppe runtergehen und wären wir die Treppe als erstes runtergegangen, hätten wir das Problem gehabt, dass wir irgendwie, naja, den wahrscheinlich niemals gesehen hätten. So, wir haben hier ein paar Pressure Plates da. Mal gucken, was wir damit machen können. Vielleicht einfach über vier, alle vier gleichzeitig schnell rüberlaufen, ne? Aber da ist wahrscheinlich einfach nur ein kleines Skelett, okay? Das heißt, easy. Warte mal, vielleicht können wir das Skelett benutzen, um hier... Aber da fehlt uns vielleicht eins. Gibt es hier zwei Skelette? Nein, warte mal, komm, wir töten hier erstmal das Skelett. Easy. Und dann easy. Warte mal, bitte töten, Roman. Und Konzentration, Roman. Konzentration. So, hier drinnen haben wir einfach nur eine dunkle Höhle, wo es einfach nur ins Dunkle hineingeht. Dann brauchen wir wahrscheinlich den Bobby hier unten, weil ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass wir hier wahrscheinlich zwei Leute unten brauchen, ne? Weil irgendwie, wenn hier nämlich schon vier Pressure Plates sind, müssen wir wahrscheinlich Bobby hier hin platzieren. Wobei ich denke, ja, wir hätten, glaube ich, dieses Skelett gebraucht. Und zwar hätten wir dann dieses Skelett benutzt, um auch auf eine Pressure Plate draufzutreten, ne? Dort unten kann ich mir eigentlich nichts vorstellen zu sein. Das könnte... Oh, doch, da ist was! So, jetzt easy peasy lemon squeezy und ins Portal rein. So, das heißt, das haben wir jetzt hinbekommen. Jetzt können wir uns hier einen pinken Diamanten schnappen. Perfekt. Der Purple Gem. Okay, das heißt, wir haben jetzt ein Purple... eine Tür, die mal von alleine aufgeht. Ist das wirklich die Wahrheit? Okay, jetzt erstmal dem kleinen Skelett hier erstmal zeigen, wo die Hake hängt. Easy. Zack, boom, bam. Dann die zweiten Purple Gem mit... Wie ist denn diese Tür gerade eben aufgegangen? Alter, die Typen wollen hier wirklich den Streit haben. Ja, aber die kriegen den Streit, den sie gewollt haben. Boom! Easy! Und den hier auch noch. Und hinter mir auch noch. Aber wir haben nur noch ein halbes Herz. Wir müssen kurz ein bisschen regeneraten lassen, ja? Das heißt, wir schlagen einfach mal kurz immer aus schöner Entfernung heraus. Und es hat gut geklappt. So, ich möchte euch ja nicht irgendwie verunsichern oder so, ja? Aber habt ihr gerade gesehen, wie diese Tür aufgegangen ist? Sowas kenne ich eigentlich nur so aus Filmen wie Indiana Jones und sowas. Aber das gibt's wahrscheinlich auch in dieser Map, ja? Ich muss schon sagen, das ist wirklich die beste Map, die ich bisher gespielt habe. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier, einen kleinen Ort. Ich glaube, wenn ich jetzt diesen Knopf hier drücke, dürfte vielleicht der Zaun sich öffnen. Dankeschön, Map-Ersteller. So, hier haben wir jetzt irgendwie... Was ist das? Wieso ändert sich... Bitte kein Virus. Oh, okay. Das heißt, wir müssen hier also irgendwas... Aha. Aha. Okay, wir gehen jetzt hier, 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 da, da, da. Hier um die Ecken alles ausfüllen. Alles ausfüllen um die Ecken. So. Hier, boom, bam, 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 bam. Dann zack, zack, zack. Hier und dann da. Und jetzt auf die goldene... Yeah! Es hat funktioniert. Okay, dann rein da. So. Oh, ich bin sehr froh, dich wieder zu sehen. Hi, Doc. Ich dachte, du bist tot, Mann. Das ist übrigens nicht so der safeste Ort, um ein Labor aufzumachen. Naja, die Dinge, die in meinem Universum
Wars in meinem Universum waren, sind kaputt gegangen. Und alles, was ich jetzt brauche, und alles, was ich irgendwie brauche, ist irgendwie, um diesen Tempel zu aktivieren und dadurch kriege ich irgendwelche Diamanten oder sowas in der Art. Aber Doktor, wohin gehst du denn gerade? Ui, was brauchst denn du hier? Oh, lol, Alter. Das ist easy. Just step on those pressure plates and I will do the rest. Okay, das heißt, ich muss hier drauf, so. Und dann müssen wir hier kurz, aber ich habe nur 2 Transportation Orbs und ich weiß nicht, ob das reicht. Warte mal, wir müssen auch hier nochmal kurz ins Portal reinspringen. Zack, boom, bam. Easy. Und dann, warte mal, das ist nicht das Richtige. Hier geht's dann runter. Da waren wir. Zack, boom, bam. Und dann nochmal kurz da drauf. Da, 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 da. Oh, du hast nicht genug Edelsteine. Wir brauchen übrigens 3 Edelsteine, um diesen Dings zu aktivieren. Oh, nein. Oh Mann, ich musste nochmal den ganzen Weg hier nehmen und ich sehe, es gibt hier einen Schlüssel, ja? Es gibt einen Schlüssel, den haben wir komplett übersehen, ja? Dann gibt es hier, da haben wir diesen einen Diamanten da gefunden, ja? Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich nochmal kurz hier reingehen. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt können wir mit dem Schlüssel... das haben wir alles noch gar nicht gesehen. Hier waren wir gar nicht. Oh Mann, das haben wir alles übersehen, ne? Mal gucken, ob wir hier reinkommen. Ah, das ist dieser geschlossene Part, wo wir waren. So, das heißt, da können wir noch nicht hin. Wir müssen aber weiter dahin springen und hier hinspringen. So, sieht eigentlich ganz hübsch aus, muss ich sagen. Ah, da haben wir auch schon einen Edelstein, und zwar einen blauen. Und genau den haben wir gebraucht. So, und das heißt, jetzt nochmal den gewagten Sprung von hier um die Seite herum. Und draußen sind wir. So, was haben wir da? Da hatten wir den roten Edelstein, den haben wir gefunden. Alles supi-pupi, ja? Wir haben da wahrscheinlich irgendwie den falschen Weg genommen oder sowas in der Art. Das heißt, wir hätten da irgendwie, ich glaube, die meisten Spieler, die diese Map gespielt haben, mussten das 2-mal nochmal holen. Aber jetzt können wir wahrscheinlich die Tür öffnen. Okay, Doktor, wir sind bereit. Here we go. Oh yeah, ich bin bereit. Oh, das sieht super interessant aus. Wow, okay, da hat sich jetzt das Portal geöffnet. Und das können wir jetzt... Ah, once you're in, try to access to the center of the temple. Okay, das heißt, wir müssen da wahrscheinlich reingehen und dann in die Mitte vom Tempel gehen. Uiuiuiui, okay. Da ist der Witch, da ist die Witch. Okay, ganz ruhig bleiben. Collect the power from the fallen god shrines, done. Okay, er hat irgendwelche Power gesammelt. Er plunged the world into chaos. Done. Okay, die hat die Welt in Chaos gestürzt, ja. Now it's part 2 where I kill you. Okay, die möchte uns wahrscheinlich jetzt töten. Ist wahrscheinlich jetzt wirklich so ein Bosskampf, okay. Ganz ruhig bleiben. Die komischen Typen sind alles... Ah, die haben übrigens die Farben von den Edelsteinen, ja. Wir kriegen die aber irgendwie dann, okay. Das heißt, der hat irgendwie Feuer. Der hat irgendwie was anderes. Der andere, der blaue, den interessiert das gar nicht, was wir hier machen. Der kämpft noch gar nicht gegen mich, aber soll ja nicht mein Problem sein. Und das Tolle daran ist, dieser wunderschöne rote... Was war das? Warte, jetzt können wir gleich weiterkämpfen. Super cool. Aber wenn der Feuersturm macht, dann müssen wir da sofort weggehen. Und ich bemerke gerade, wir können sogar 2 Leute gleichzeitig angreifen. Au, jetzt sind wir gerade eben vergiftet. Bisschen gefährlich. Das heißt, kurz aus der Feuerwolke wieder raus und dann einfach diese Typen hier wieder weiter abkämpfen. Dann müssen wir nochmal schauen, dass der Blaue weit weg von uns bleibt. Wobei, ist der Blaue schon tot? Ich glaube, wir haben den Blauen irgendwie außersehen getötet oder sowas in der Art. Okay, Feuersturm, ganz weit weggehen. Das ist mir ein bisschen zu heftig, der Feuersturm. Oh, nein, nein! Okay, der letzte ist übrig geblieben. Okay, es hat ein bisschen gedauert, die Dinger zu kloppen, ja. Hat ein bisschen lange gedauert, aber jetzt machen wir den letzten zusammen nochmal. Ich habe gerade eben noch ein paar Anläufe gebraucht, ja. Ich gebe es zu, aber ich muss sagen, ich bin zufrieden, ja. Das heißt, diesen einen Zombie, den kriege ich jetzt noch. Ich kriege das noch gebacken. Ich werde den jetzt nochmal umhauen für euch, mit euch zusammen. Wir werden diese Hexe zusammen besiegen, das habe ich euch versprochen. Und jetzt ist er endlich tot. Na, du Hexe, hast du das gesehen? Schau dir das mal an. Wo ist denn jetzt dein Flammensturm. Was? Lol, eine Cutscene. Lol, still alive, not for long. Alter, eine Cutscene in Minecraft? Eine... Was ist das? The World Eater. The Sun? Die Sonne ist weg? Hint, use the fireballs to hurt the boss. Okay, das heißt, wir müssen jetzt irgendwelche Feuerbälle wahrscheinlich... Ah, okay, das heißt, die schießt hier wahrscheinlich irgendwelche... Oh, lololololol. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ganz ruhig. Oh Gott, lol, was ist das für ein Boss? Oh nein, ich möchte keine Levitation bitte haben. Keine Levitation bitte haben. Warte, kann ich die schlagen? Hä, wie soll ich die denn... Hallo, wie soll das hier funktionieren? Ah, da die Feuerbälle. Warte mal, aber hier läuft noch die ganze Zeit Dings. Lol, warte mal, erstmal hier die Dings, die Skelette erstmal umkloppen. Easy. Nochmal kurz gucken, dass ich... Oh, warte. Oh Gott, jetzt bin ich vergiftet. Oh nein, was ist denn das für ein Boss? Alter, Alter. Okay, das heißt... Lol, tot. Okay, nochmal neu.
ganz ruhig, wir wissen, wie es funktioniert. Hier ist diese Feuerflamme die ganze Zeit. Das heißt, dadurch kriegen wir Levitation. Das dürfen wir nicht Dings einsammeln. Das heißt, wenn wir hier sind, einfach mal die Skelette Dings runterprügeln, sodass die erstmal hier alle LOL! Wie soll denn das funktionieren? Das ist übelst der schwere Boss. Okay, nochmal ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz gelassen. Nicht, oh Mann, die Levitation hat uns getroffen. Ich glaube, das ist sogar normal, dass die uns trifft, ja. Jetzt nochmal kurz vor den Skeletten wegrennen. Die schmeißt jetzt ein paar... okay. Gut, das heißt, nach diesen Dings, nach einem Trank, den sie wirft... Okay, wir müssen am Anfang nur wissen, wie man diesen Boss besiegen kann. Ja, das heißt, die schmeißt was, danach schmeißt sie irgendwie diese Levitationssachen und da trifft es einen immer, egal was passiert, ja. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal diese Skelette auseinander, solange sie keine Wither-Skelette sind. Einfach schnell auseinander dem, ganz schnell auseinander. Okay, warte, 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 nein, okay. Halbes Herz, Wither-Schaden, ganz ruhig, okay. Feuerball zurückgeschlagen, lol. Okay, sie hat noch ein Herz. Ich habe ein paar Skelette am Hals, aber wir müssen nur noch eine Feuerkugel treffen. Eine einzige, ja? Das heißt, wenn wir jetzt wirklich genau treffen, wenn wir jetzt ein einziges Mal genau treffen, dann haben wir sie besiegt! Congratulations, you killed the source of chaos. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. The temple is now ready to be activated for a big bang. And you're still inside. You're not the hero. Ah, warte, warte, lass schnell rausgehen. Oh Gott, wie komme ich denn hier raus? Even if you gave the best of you, but you were someone really exceptional. Also, wir sind der Held in der explodierenden Festung, weil das Böse gestorben ist. Und haben es jetzt geschafft, dass wir halt eben nicht der Held sind, weil wir halt eben trotzdem sterben. Und in der Zukunft wurde uns ja schon gesagt, dass wir nicht der Held sind. So, wir sind halt eben in der spirituellen Form oder sowas gerade eben wiederbelebt worden. Und irgendwie können wir uns nicht an irgendwas erinnern. Um ehrlich zu sein, möchte ich das gerade nicht übersetzen, weil ich selber nicht so ganz verstehe. Ich habe jetzt 41 Minuten und so gespielt für diese, also mit dieser Spielzeit und diese Session, ne? Das war der dritte Chapter. Das war die ganze Map. Hier haben wir angefangen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir haben keine Dings mehr. Keine Shader mehr drin, weil ich nämlich für den Bosskampf keine Shader gebraucht habe. Ich habe sie geschafft. Ich habe es geschafft. Bin fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte einen Daumen hoch. Das war wirklich schwer. Und man sieht sich in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.